Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich euch wieder eine weitere Trading-Abzocke mitgebracht, bestehend aus zwei Telefonaten. Also zwei Telefonate mit zwei verschiedenen Callcentern. Mit der letzten Tante, da legen wir uns heute wieder ein kleines bisschen mehr an und schauen mal, was sie zu ihrem Job sozusagen hat. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem neuen Video. Ja, hallo, guten Tag. Spreche ich mit der Rentorte Gerald? Ja. Hier ist Emma Henkel, bitte, von der Online-Handelsplattform SexTraders. Es geht Handel mit Bitcoin, mit Aktien, wissen Sie das bestimmt, ja? Aha. Ja. Sie besitzen bitte auf unserer Plattform schon ein Handelskonto, aber Ihr Handelskonto ist noch nicht aktiv. Sie können bei uns mit verschiedenen Handelsinstrumenten handeln und damit können Sie potenziell Geld verdienen. Haben Sie schon mal gehandelt? Nee. Mit Bitcoin zum Beispiel? Nee. Okay, dann das ist überhaupt kein Problem. Ich würde alle weiteren Schritte erklären, ja? Und alles zeigen. Womit konnten Sie jetzt einloggen, bitte? Mit Handy oder mit Computer? Wo denn? Ich wollte unsere Plattform zeigen, ja? Okay. Okay, also machen Sie es mit Handy oder mit Computer? Ich werde Ihre Handelskonto zeigen auf unserer Plattform. Wo ist denn da der Unterschied? Gerald, also Sie besitzen schon ein Handelskonto auf unserer Plattform, aber Ihr Handelskonto ist noch nicht aktiv, ja? Ja, das haben wenn Sie schon Sie gesagt. Möchten, potenziell Geld zu verdienen auf unserer Plattform. Manchmal frage ich mich wirklich, was mit den komischen Betrügern auf der anderen Seite des Telefons los ist. Die nette Tante, die wiederholt jetzt tatsächlich exakt 1:1 den gleichen Wortlaut aus ihrem Skript, den sie gerade eben schon mal vorgelesen hat und trägt mir ihre komische Schaudergeschichte mit dem Finanzmarkt noch mal vor. Interessant, wie die so arbeiten. Tja. Sie brauchen erstmal Ihr Handelskonto aktivieren. Ja, das habe ich verstanden, ja. Ja. Und bei uns minimales Startkapital ist 250 Euro. Außerdem von unserer Seite bekommen Sie weitere 150 Euro als Willkommensbonus. Mit ganzer Summe, Sie können mehrere Positionen öffnen, ausprobieren, testen, schauen. Ja? Und wir haben auch zwei Möglichkeiten bei uns zu handeln. Sie können entweder mit Autotrader handeln, das ist automatisches Softwareprogramm. Sie können Applikationen im Handy herunterladen, einfach einschalten und handelt für Sie mit Bitcoin oder mit Kryptowährungen. Natürlich, Sie können bei uns auch manuell handeln. Sobald Sie Ihr Handelskonto aktivieren, ich werde den Termin mit persönlichem Kontomanager organisieren und Sie bekommen wichtige Anrufe von persönlichen Kontomanager. Die sind finanzielle Experten, machen tägliche, stündliche Analyse des Finanzmarkts und sie geben Ihnen alle wichtigen Tipps, Kenntnisse, Signale, was Sie für den erfolgreichen Handel brauchen, ja? Aha. Okay. Ja, Gerald, was war Ihre Vorstellung bitte bei der Registrierung? Mit welcher Summe wollten Sie Handel anfangen? Weiß ich nicht. Hatte da ja gar keine Vorstellung. Okay. Also wie gesagt, minimales Startkapital ist 250 Euro, aber natürlich, Sie sind nicht beschränkt. Ja, beschränkt bin ich nicht, das stimmt. Genau. Und jeder, der auch nicht beschränkt ist, sollte hier definitiv kein Geld einzahlen. Denn nur durch eine Registration ist es eigentlich nicht gestattet, einfach so die Leute anzurufen. Also alleine hier, dieser ganze Anruf ist schon quasi eine Kaltakquise und rechtlich nicht sauber. Man registriert sich auf diesen komischen Plattformen und wird direkt einfach angerufen, ohne Wenn und Aber. Das interessiert die auch gar nicht, was man dazu zu sagen hat. Im Grunde genommen rufen die nur an, weil sie euer Geld wollen und nicht, um irgendjemandem zu helfen. Denn, naja, wann wurdet ihr das letzte Mal angerufen und wann wurde euch das letzte Mal dabei dann Hilfe angeboten? Einfach so aus dem Nichts. Schon komisch, ne? Genau. Dann haben Sie jetzt momentan Computer, also können Sie mit Computer einloggen? Ja. Ja, Gerald. Ja? Akustisch kann ich Sie nicht verstehen. Bitte können Sie bitte ein bisschen lauter sagen? Ja. Okay. Haben Sie eigentlich schon mal Erfahrung damit? Wissen Sie, wie das bei uns funktioniert und läuft, oder? Ja, das sieht man ja im Internet immer ganz oft. Okay, gut. Dann
Sie können, natürlich, wenn Sie daran Interesse haben, Sie können mit minimaler Summe bei uns ausprobieren, testen, schauen, ja? Und danach, also da, Sie sind nicht beschränkt, natürlich, ja, das und das haben wir ja kein Aber, Sie zahlen nur einmalig diese 250 Euro und danach entscheiden Sie selbst, wann möchten Sie noch draufzahlen, wann möchten Sie noch aussteigen, ja? Ja, das mit dem Draufzahlen, das glaube ich, ja. Ja, genau. Dann, Sie bei uns, Sie haben Möglichkeit mit Visa oder Mastercard einzahlen oder mit Online-Banking auch sofort Überweisung tätigen. Was ist lieber für Sie? Bargeld. Was meinen Sie? Ja, in Bar. Bargeld? Ja. Okay. Haben Sie dann Überweisungsschein zu Hause? Nein, da braucht man ja dann keinen Überweisungsschein. Also. Im Internet zahlen Sie immer Bargeld, kaufen Sie immer mit Bargeld im Internet, oder? Ja, es kommt drauf an, ob man denn da vorbeilaufen kann, ja. Okay. Also bei uns mit Bargeld, Sie können nicht einzahlen, ja? Ach so, warum nicht? Habt ihr keine Adresse, wo man hingehen kann? Okay. Ja, Gerhard, wenn Sie daran natürlich Interesse haben, Sie können entweder mit Visa oder Mastercard einzahlen. Haben Sie Visa oder Mastercard? Nee. Dann Online-Banking? Was? Online-Bank. Nee, eine Online-Bank habe ich nicht. Okay. Dann, wie viel bleiben wir jetzt? Na, ich kann mit Bar bezahlen. Wo ist denn die Adresse? Wo soll ich denn da hin? Okay, dann ich werde alle Informationen per E-Mail senden, ja? Sagen Sie mir bitte, wie lautet Ihre E-Mail-Adresse? Wieso per E-Mail? Können Sie mir nicht Ihre Adresse sagen? Ich werde alle Informationen per E-Mail senden und deswegen brauche ich Ihre E-Mail-Adresse. Ja, per E-Mail will ich sie aber nicht. Ich will, dass Sie mir die durchbuchstabieren. Okay. Kommt da noch was, oder? Hallo. Ja, und da hat unsere nette Betrügerin dann dem Anschein nach keine Lust mehr gehabt, sich mit mir weiter zu unterhalten oder weiter zu diskutieren oder mir einfach vielleicht irgendwie zu erklären, wie ihr komisches Unternehmen funktionieren soll. Naja, was will man denn auch anderes erwarten von solchen komischen Callcentern, die eigentlich nur anrufen, um euer Geld zu holen? Naja, und das nächste Beispiel haben wir jetzt. Hallo, guten ja? Tag, Eliana Miller ist am Apparat. Aha. Ich grüße Sie und ich rufe Sie von Internationalen Konsortium der Bankbörsengeschäften an. Ah ja, hallo, ich bin... Wie es in unserem System steht, Sie haben es versucht, Sie haben es versucht, Online-Handelskonto zu aktivieren und Online-Handeln anfangen. Aber leider, Sie haben keine offizielle Zulassung an den Börsen bekommen. Und deswegen sind Ihre Daten an uns weitergeleitet, weil in diesem Fall können für Sie mehrere schwierige Faktoren auftauchen. Sagen Sie mir bitte, wie ist Ihre Erfahrung mit dem Online-Handel? Naja, ich habe versucht, mich anzumelden und dann ging das nicht. Und es ging nicht, ja? Ja, haben Sie ja gerade gesagt. Ja, ich werde Ihnen dabei helfen, das alles in Ordnung zu bringen. Aber erstens sagen Sie mir bitte, haben Sie schon das Geld da investiert, ja? Ja, da habe ich schon ganz viel Geld investiert, ja. Ja, also nicht nur 250 Euro, sondern auch mehr? Naja, insgesamt 47 mal 250 Euro. Ich habe die Plattform alle 47 ausprobiert. 47 mal 250 Euro? Ja, genau. Ich habe die Plattform alle ausprobiert. Und, okay. Und Sie könnten diese Geld zurückbekommen oder nicht mehr? Nö, bei gar keiner Plattform. Die waren dann alle weg irgendwann. Also alles Betrüger. Ja, also es war immer verschwunden, ja? Ja, genau. Ja, also wie ich richtig verstanden habe, Sie haben insgesamt 11.750 Euro verloren, ist das richtig, ja? Ja, wundert mich jetzt, dass Sie rechnen können, aber ja. Ja, also 47 mal 250 Euro ist so viel, ja? Ja, genau. Deswegen, ich werde jetzt ein paar Sachen für Sie erklären, ja? Ich werde es erklären, warum es so passiert ist und was wir machen sollen, damit Sie das alles in Ordnung bringen können, ja? Ja. Also, dieses Geld, was Sie da investiert haben, war nicht offiziell unter Ihrem Namen.
deklariert und es war nicht unter ihren Rechten, ja. Das bedeutet, dass diese Geldstadt jetzt gerade auch einfach in der Luft in Cold Wallets und jeder hat die Möglichkeit, damit verschiedene finanzielle Machenschaften zu machen. Damit wir das alles vermeiden und damit sie keine zukünftigen Probleme auch damit bekommen, brauchen wir diese Geld unter ihrem Namen zu deklarieren, ja, damit das Geld niemanden anstatt ihnen angreifen kann. Ja, folgen Sie mich, ja? Nee, irgendwie gar nicht. Hab gar nichts verstanden. Ach so. Okay. Dann wiederhöre ich da. Das alles, okay? Mhm. Schön, dass die Betrüger immer von ihrem Skript ablesen können. Die meisten können ja wenigstens das, aber auch, naja, nicht alle. Aber im Grunde genommen ist hier wieder eins klar. Hier geht es um nichts anderes als, ja, nur um eure Einzahlung. Tja, da geht's nicht darum, dass man euch irgendwie helfen möchte und irgendwie auffangen und unterstützen und niemand möchte euch irgendetwas schenken. Von daher grundsätzlich Finger weg, wenn solche Anrufe kommen. Also, Sie haben diese Geld jedes Mal ohne offizielle Zulassung investiert. Wenn Was heißt Sie keine das? Offizielle Zulassung haben, ja, ich erkläre. Ja. Wenn Sie keine offizielle Zulassung haben, Sie selbst sind auch nicht identifiziert an den Börsen und Sie sind nicht anerkannt als eine offizielle Händler. Das bedeutet, Ihr Geld steht nicht unter Ihrem Namen und es ist nicht verrechnet und man kann es nicht kontrollieren. Ja, aber ich habe mich ja überall unter meinem Namen angemeldet. Ja, natürlich, ja. Aber das Geld war nicht unter Ihrem Namen. Ja, und warum nicht? Das Geld war nicht unter Ihrem Namen. Und es würde so passieren, weil Sie haben von Anfang an keine Wertpapier-Kennnummer aktiviert, was ohne HFT-Sequenznummer untersagt ist, ja? Wie Sie wissen, alle Börsen arbeiten jetzt unter Frequenzen, ja? Es gibt nicht mehr Parkethandel, ja? Also die nette Betrügerin möchte jetzt quasi die Schuld bei mir suchen, dass ich irgendwelche angeblichen Papiere nicht hätte und irgendwelche Lizenzen nicht hätte. Das ist absoluter Bullshit. Also wenn ich mich auf irgendeiner Handelsplattform registriere, gehen wir mal davon aus, dass es eine seriöse Handelsplattform ist, dann kann ich da direkt loslegen mit Handeln und auch mein Geld wieder auszahlen. Und zwar auf das Konto, worüber ich das Geld auch eingezahlt habe. Natürlich muss man sich auch legitimieren, das ist soweit auch alles in Ordnung. Aber, eins ist klar. Die nette Tante erzählt hier absoluten Bullshit. Alles läuft unter Blockchain, verstehen Sie, ja? Deswegen, also es gibt auch viele Regelungen an den Börsen, ja? Und niemanden hat leider Ihnen über diese gesetzliche Seite der Börse erzählt. Und es gibt so eine Regel zum Beispiel, dass wenn Sie eine Währung besitzen, darunter ist nichts Offizielles eingetragen, dass Sie Inhaber sind. Aber wenn Sie eine Kryptowährung besitzen und das Geld in Kryptowährungen sichern, dann bekommen Sie Ihre offizielle Strichcode in den weltweiten Kryptosystem, weswegen Ihrem Geld liegen keine Risiken vor und Ihre Ersparnisse bleiben aufgehoben durch die weltweit aufsichtigen Infrastrukturen, die die Ersparnisse absichern. Verstehen Sie? Nee. Trotzdem nicht. Was für Fragen haben Sie? Ja, das ergibt alles gar keinen Sinn, was Sie sagen. Das ist einfach ganz viel Geschwurbel und Geschwafel hintereinander weg, aber das gehört alles gar nicht zusammen, passt nicht zusammen und ergibt keinen Sinn. Warum nicht? So, weiß ich nicht, was Sie da vorgelesen haben, aber... Hören Sie mich bitte auf. Was? Hallo? Wissen Sie, was Blockchain ist? Ja. Ja. Und Ihre Name, Ihre Initialen und Ihre Strichcode... existiert nicht unter Blockchain. Ja, muss das es ja auch nicht. Ist einfach die nicht Blockchain ist ja ausschließlich... Natürlich muss es. Nee, die Blockchain hat was mit Kryptowährung zu tun. Aber wenn ich nicht in Krypto investiert habe, habe ich auch nichts mit einer Blockchain genau. zu tun. Genau. Hab ja nie in Krypto investiert. Nein, ich erkläre jetzt. Also, es kommt nicht drauf an und es spielt nicht die entscheidende Rolle, ob Sie mit Aktien handeln, mit Rohstoffe handeln, mit Indizien handeln oder mit Kryptowährungen. Sie brauchen auf jeden Fall gesetzlich angeförderte Kryptoteile unter Ihrem Namen aktiviert zu haben, damit Börse Sie als offizielle Händler identifizieren kann und damit die Börse für Sie Haftung tragen kann, ja? Und außerdem, auch da Sie keine offizielle Zulassung gehabt haben, die Börse
trägt für sie keine Haftung. Ja, und genau deswegen haben sie auch keine Erstattung für ihre Verlorene. Ja, aber ich brauche als Privatperson gar keine... ja, jetzt mach mal kurz Pause. Ich brauche als Privatperson brauche ich doch gar keine Lizenz oder sowas. Das ist ja Quatsch. Das ist ja alles Lizenz Quatsch da. Lizenz brauchen sie nicht. Sie brauchen einfach zugelassen zu sein. Ja, das brauche ich auch nicht. Das brauche ich auch nicht. Ich melde mich bei einer Plattform an, legitimiere mich mit Präsident und fange dann an zu handeln. Da brauche ich nicht von irgendjemandem zugelassen werden. Und wie denken Sie, wo handeln Sie? Wo? Ja, genau so ist es, wie ich sage. Ich brauche da nicht irgendeine Zulassung oder eine Lizenz, um als Privatperson irgendwo handeln zu dürfen. Das ist einfach nur absoluter Bullshit, den die hier von sich gibt. Und das hat auch nichts mit der Blockchain zu tun. Blockchain ist nichts anderes als für Kryptowährung. Aber das, was die da erzählt, das, also da muss man sich ja wirklich an den Kopf fassen. Weiß ich nicht. Also haben sie die irgendwo von der Straße aufgepult? Woher hat die so einen Blödsinn? Wo handeln sie? Auf einer Plattform oder unter einer Börse? Plattform ist einfach ein Provider, wo sie das Geld bekommen. Aber wie sie handeln, entscheidet die Börse. Und das alles ist unter Kontrolle von das entscheidet Börse. Nicht die Aber Börse. Leider, es gibt zwei Arten von Plattformen. Wer erzählt dir eigentlich so eine Scheiße? Glaubst du das ja, selber, was sie du da vorliest? Wenn Sie glauben, was ich erkläre, dann macht es keinen Sinn für mich weiter zu sprechen. Sie sagen, das alles ist Quatsch, was ich sage. Wenn ich einfach offizielle Ansprechpartnerin bin. Nee, offizieller Ansprechpartner ist ja auch gelogen. Wenn Sie mir nicht glauben, dann können wir dieses Gespräch momentan beenden. Ja, aber du bist doch nichts anderes als ein Betrüger wie die anderen. Bitte? Ich sage, du bist doch nichts anderes als ein Betrüger wie alle anderen, die hier anrufen. Hast ja nicht mal ein Double Opt-in. Ja, ich verstehe, dass Sie jetzt gerade so glauben und dass sie mir nicht vertrauen. Aber das Ding ist, dass ich rufe sie nicht von einer Plattform, sondern ich rufe sie von ganz oben in Dienst. Und außerdem, also ich arbeite, ja, alles ist Quatsch, was ich sage. Ja, deswegen richtig, wünsche ich ist Ihnen es einen ja schönen Tag und Betrügerin, alles, ja, du bist illegal. Ja, sie werden niemals ihr Geld verdienen, zurückbekommen. Ja, hab ja nie was eingezahlt, hab dich ja auch bloß verarscht. Glaubst du, ich hab 47 Mal da irgendwo was eingezahlt? Bei dir muss ich das ja auch irgendwo klemmen, ne? Ja. Sie wissen nicht, wie dumm Menschen sind. Na doch, bei dir merkt man. Wie viel Geld Menschen an den Referenzbörsen verloren haben. Ich habe mit Kunden gearbeitet, die... Die Tante erzählt jetzt hier wirklich, sie wissen nicht, wie dumm die Menschen sind. Sie hat hier mit ganz vielen Leuten schon gearbeitet. Ist das jetzt eine Art Geständnis? Wollte sie mir jetzt hier gerade erklären, dass, viele extrem blöde Menschen auf diesem Planeten existieren und da ihr Geld einzahlen? Denn genau danach sieht es hier aus, was sie hier gerade mitteilen möchte. Schon irgendwie krass. Absolut Wahnsinn. Mehr als 200.000. Ja, und dann schämst du dich nicht dafür, dass du die Leute noch mehr weiter abzockst? Es ist doch ekelhaft, dass du die Leute dann noch weiter abzocken willst. Nachdem sie schon Geld verloren haben. Ist doch widerlich, so ein Job. Außerdem ist es krimineller Bandenbetrug. Ich helfe den Menschen dabei, alles in Ordnung zu bringen. Ja, das ist ja gelogen. Das ist ja absoluter Quatsch. Zu bekommen. Ich arbeite mit den Kunden. Okay. Du bist nichts anderes als eine weitere Betrügerin. Mehr nicht. Bibi, du bist noch dran. Die Zeit läuft noch. Sie haben einfach nichts zu machen. Ja? Und sie haben Lust. Ja, erzähl mal. Und sie verlieren Zeit von Menschen? Nee, ja, deine Zeit verplemper ich ja. Hm, genau. Damit du nicht noch mehr Leute bescheißen kannst, weil das ihre ist ja ekelhaft. Ihr Leben ist so langweilig. Nee, ich finde es so spannend. Bei mir rufen am Tag so viele Betrüger an. Glauben nicht. Nee, muss ich ja auch nicht. Und sie einfach haben Lust damit? So schade. Mein Gott. Aber ist dir das nicht peinlich? Sehr leid. Ist dir das nicht peinlich mit so einem Job? Die Leute zu betrügen? Kannst du dir da eigentlich noch ins Spiegel gucken zu Hause? Oder der Familie davon erzählen? Das ist doch total tragisch, wenn man in so einem Callcenter arbeitet. Ich meine, es gibt doch auch Anstände. Sie haben keine Ahnung über mein Leben und Sie haben keine Ahnung, wie das Ganze funktioniert. Naja, es muss ja sehr traurig sein. Sie haben bestimmt einmal das Geld investiert, weil unter Ihrem Namen ich sehe doch 250 Euro. Nee, ist aber ja Quatsch. Weiterhin du machst dich so zum Klops, lächerliche mein Lady. Gott, wir sind lächerlich. Sind so verrückt. Du erzählst eine Scheiße. Mein Gott, wir sind
du bist so peinlich. Ist dir das nicht? Ich bin so alt. Also du musst ja wirklich ein ganz armseliges Leben haben, wenn das, also wenn du so eine auf so eine Scheiße angewiesen bist und dir dann gerade ganz spontan ausdenkst, oh, guck mal, okay, ich hab gesehen, du hast ja doch schon 250 Euro eingezahlt. Wie kann man nur so doof sein? Das glaubt dir doch kein Mensch, was du da laberst. Bitte ruhig, es ist nicht gut, sich zu nerven, okay? Glauben Sie, dass es gibt gar keinen Online-Handel? Glauben Sie, dass Menschen machen nicht Tausende monatlich für Online-Handel? Du bist so peinlich, aber vielen Dank, dass du mir heute gerade währenddessen nicht auf dem Klo sitze, okay, meine Zeit versüßt hast. Ja, was denn? Okay. Sagen wir mal, dass alle sind Betrüger. Na, nicht alle, aber du. Dass weltweit sehr viele Menschen verdienen Tausenden mit Online-Handel. Ja, aber ich nicht. Ich lasse mich nicht von dir verarschen, Pippi. Ja, und warum machen sie es nicht? Weil sie sind einfach dumm und haben keine Ahnung, wie das machen. Nee, ich bin einfach schlau und verliere mein Geld nicht, weil ich bei euch Geld reinstopfe, was ich nie wieder rauskriege. Sie würden kein Geld verlieren, wenn sie einfach Ahnung davon hätten. Ja, genau. Weil ich Ahnung davon habe, verliere ich ja nichts, weil ich nichts bei euch einzahle. Ich meine, dass das Betrug ist, das okay, weißt du doch das selbst. Okay, war gut. Also, Sie haben keine Ahnung. Doch. Einfach, sagen Sie. Weißt du, du kannst doch wenigstens so ehrlich sein. Ich weiß doch, dass das der Betrug ist bei dir. Ich meine, du kriegst mich doch eh nicht überzeugt. Das macht doch gar keinen Sinn. Da kannst du ja wenigstens ehrlich sein. Wieso wissen Sie es? Ich interessiere mich. Wo sehen Sie es? Wieso wissen Sie es? Ja, so alleine wie du redest, das, der ganze Scheiß, den du da abliest. Warum denken Sie so? Ja, und dann hast du dir doch gerade ausgedacht, dass Sie er, so? Und dann hast du dir ja gerade ganz spontan ausgedacht, dass du da siehst, dass ich Geld investiert habe, was ich ja nie getan habe. Also ist ja lächerlich. Außerdem wüsstest ja, du ja dann, wenn du so schlau wärst. Sie haben 250 Euro investiert. Ja, habe ich ja nicht. Aber manchmal passiert es auch, dass mein System ist auch falsch. Ja? Dein System ist immer falsch. Und zwar nicht, das, also ich meine damit nicht dein Computersystem, nein, sondern dein System in deinem Kopf. Es ist gar nicht immer falsch. Ich habe sehr viele Menschen dabei geholfen. Ja, zu betrügen meinst du. Und jetzt habe ich einfach ein bisschen Lohn. Ja. Macht das Spaß, die Leute so abzuziehen? Weißt du, da leiden auch Familien drunter, wenn du deren Geld klaust. Wie viele Jahre alt sind sie? Das geht dich doch nichts an. Ich bin alt genug, dass ich das weiß, dass das Betrug ist, was du da machst. Sind sie 5 Jahre alt? Genau. Weißt also du, sprechen es ist schon, ziemlich armselig, was du da machst. Weißt du, wer ein Kind spricht? Ja, genau. Weißt du, du machst dich so lächerlich mit dem Scheiß, was du da machst. Aber naja, wenn du nichts Besseres kannst, als die Menschen zu betrügen okay, und zu verarschen. Ich bin sehr leid, dass sie glauben niemanden, dass sie schlechte Erfahrungen gesammelt haben und dass sie so einfach blind sind. Ich habe keine Zeit mehr für sie. Genau. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, okay? Tschüss. Ja, das wünsche ich dir nicht, du Betrügerin. Aber dieses Mal musst du auch auflegen, ne? Weil ich leg nicht auf. Und warum legen Sie nicht auf? Das verstehe ich nicht. Na, das kann ich ganz einfach erklären. Sie weil haben einfach Lust. Nee, na, soll ich dir. Soll ich dir erklären, warum ich nicht auflege? Möchtest du das wissen? Warum? Naja, weil dann wird das YouTube-Video länger. Ja, ich weiß schon. Jo. Ich habe es schon gemerkt. Ja, Sie sind nicht die Einzige, wer sowas macht. Na, da würde ich mir mal an deiner Stelle Gedanken drüber machen, warum in deiner Firma davon die Fälle sich häufen. Vielleicht hat es was damit zu tun, dass die Leute recht haben. Er hat gesagt, dass wie viele Leute schauen jetzt uns an? Hattest du denn den Herrn Flughafen schon dran? Okay, oder den Herrn Pfeil? Ich hoffe, mit Ihren Videos oder sowas haben Sie viel. Ja. Da hat sich die nette Lady nicht mal Zeit genommen, noch fertig auszureden und hat sich selbst unterbrochen und aufgelegt. Naja, aber was will man auch von solchen Betrügern erwarten? Im Grunde genommen sollten das am besten einfach alle tun. Wenn solche Betrüger anrufen, einfach auslachen am Telefon. Darüber regen die sich am allermeisten auf, wenn sie ausgelacht werden. Tja, mehr haben sie auch tatsächlich nicht verdient. Die wollte mir hier wirklich ernsthaft weismachen, dass sie von der obersten Behörde anruft und, weiß ich nicht. Also ich weiß gar nicht, was das Gespräch hier an sich sollte. Es hat ja von vorne bis hinten überhaupt gar keinen Sinn ergeben.
Naja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Zeigt's mir gerne mit einem Daumen nach oben. Ihr seht jetzt hier noch die Playlist mit vielen weiteren Videos auf dem Kanal. Da könnt ihr gerne mal reinschauen und euch die Zeit vertreiben bis zum nächsten Video. Schaut gerne auch mal auf TikTok vorbei. Callcenter Abzocke ist dort auch zu finden. Den Link habt ihr unten in der Videobeschreibung oder auf der Kanalprofilseite. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.